Das 13. Türchen vom Beauty-YouTuber-Adventskalender 2018. Scheiße. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute öffne ich das 13. Türchen unseres Beauty-YouTuber-Adventskalender 2018. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Heute bin ich dran mit dem Adventstürchen. Ich habe mir jedes Video meiner Vorgängerinnen angeschaut und schaut da nach diesem Video natürlich unbedingt bei den Mädels vorbei. Die Kanäle habe ich unten in der Infobox verlinkt. Und das, was ich bisher gesehen habe, fand ich richtig schön. Das Thema dieses Adventskalenders ist das Thema Sharing is Caring. Das heißt, es geht einfach darum, vielleicht seine eigene Geschichte zum Thema Weihnachten, zum Thema Spenden, zum Thema Teilen, Gutes tun, zu erzählen, was man vielleicht selber macht, ob man spendet oder eben nicht. Und ob man vielleicht an bestimmten Aktionen teilnimmt. Und die liebe Kathi hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und eine kurze Geschichte dazu. Kathi von Kathis Kosmos, ich grüße dich an dieser Stelle. Ich schaue ihre Videos unheimlich gerne und sie hat halt so eine beruhigende Art auf mich. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und sie erklärt das auch alles wirklich sehr gut. Und ach ja, und ich wollte mal wieder eines ihrer neuesten Videos anschauen und war schon am gucken und dann bekomme ich in meinem Handy eine Nachricht, sie haben Post. Und ja, da klicke ich drauf, schaue mir die Post an und wer schreibt mir? Die liebe Kathi. Und da habe ich mir nur gedacht, boah, was ist das denn? Was sind da für Kräfte am Werk? Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut. Erstens, weil das genau zu dem Zeitpunkt passte. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, welches Thema sie gewählt hat. Und natürlich hat jede dieser YouTuberinnen, die dabei mitmachen, eine Verlosung. Und das sind alles wirklich wunderschöne, wunderschöne, wirklich sehr hübsche Frauen, sehr sympathische Frauen und schaut da unbedingt bei denen vorbei. Das war jetzt die Einleitung und ich möchte jetzt nicht viel darüber erzählen zum Thema, ich habe da nämlich was vorbereitet. Weihnachtszeit, schöne Zeit. Zeit der Adventskalender und Geschenke. Zeit des Konsums. Am Nikolaustag prallgefüllte Stiefel mit vielen Geschenken und jedes Jahr im Dezember entdecken wir unsere soziale Seite. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, sind wir plötzlich bereit, etwas abzugeben und sozial zu engagieren und auf die zu schauen, denen es nicht so gut geht wie uns. Benefizaktionen und Spendenmarathons werden gestartet und der Obdachlose am Straßenrand bekommt auch mal wieder einen Euro. Schüler geben kleine Konzerte in der Fußgängerzone, um für Bedürftige zu sammeln oder um ihr Taschengeld aufzubessern. Auch da sitzt der eine oder andere Euro lockerer. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, ist ja bald Weihnachten. Das alles ist überaus lobenswert. Aber mal ehrlich, warum eigentlich gerade dann und nur dann? An Weihnachten helfen und sonst nicht? Der Obdachlose neben dem Supermarkt wird auch morgen noch dort sitzen. Tierheime bekommen im Dezember mehr Futterspenden als in den Monaten davor. Natürlich hilft jede Unterstützung, egal zu welcher Zeit. Die Probleme aber verschwinden nicht. Eigentlich müssten wir uns doch das ganze Jahr lang ärgern über sinnlose Kriege, hungernde Kinder, über Umweltverschmutzung in aller Welt, Altersarmut, vernachlässigte Kinder, Rassismus. Ich gebe zu, auch ich bin im Dezember aktiver als in den Monaten davor.
Ich denke, es liegt an dem Angebot an Möglichkeiten, sich an sozialen Projekten beteiligen zu können. Oftmals vergessen wir, dass Geldspenden nur eine von vielen Möglichkeiten ist, zu helfen. Ich lege lieber selbst Hand an und bin da aktiv, wo meine Zeit es zulässt und wo helfende Hände gesucht werden. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Ich spende jedes Jahr einen bestimmten Betrag an den Förderverein unserer Grundschule. Durch die Beträge, aber auch durch Spenden, konnten mittlerweile zahlreiche Projekte verwirklicht werden, zum Beispiel verschiedene Spielgeräte, Kinderbücher, Spiele für die Klassen, Ausflüge und vieles mehr. Außerdem gehe ich Obstschnibbeln. Unsere Grundschule nimmt am EU-Schulobstprogramm teil. Sie versorgt die Kinder kostenlos mit Obst und Gemüse, sodass alle Schülerinnen und Schüler zumindest in der Schule ein Angebot an Vitaminen bekommen. Zusammen mit anderen Müttern wasche, schäle und schneide ich fleißig und nicht nur zu Weihnachten. Helfende Hände werden immer gesucht, als Leseoma oder Lesemami, zum Laternenbasteln oder als Schulwegpate. Nicht nur von Mamas, jede Hand ist eine helfende. Man kann weiter Gutes tun, auch nach Weihnachten. Doch für ein Weihnachtsprojekt bin ich gerne bereit, etwas mehr Zeit zu investieren. Die Kondane. Seit vielen Jahren unterstützt unsere Grundschule unter dem Motto Kinder helfen Kindern arme und von ihren Eltern verlassene Kinder in Malawi. Wir helfen, indem wir mit den Kindern Plätzchen backen. Schulküche, wo sich einige Mütter versammelt haben. Ja, wir backen jetzt zusammen Plätzchen für die Plätzchenbackaktion. Für Malawi, für das Malawi-Projekt. Und ich zeige euch jetzt, wie es gerade im Moment aussieht. Du hast doch mit Mama gebacken. Ja. Weißt du auch, warum wir gebacken haben? Für Malawi. Weißt du, worum es da geht? Nein. Keine Ahnung? Nein. Das will ich nicht hören. Und macht euch Spaß? Ja. Weißt du, was Malawi ist? Ein Land, wo aber Leute wohnen. Weil ich möchte was Gutes für Malawi tun. Neben dem Plätzchenverkauf ist es eine liebe Angewohnheit geworden, zusätzlich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien Geldspenden der Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten usw. so einzusammeln und zusammen mit dem Erlös des Plätzchenverkaufs ebenfalls nach Malawi zu schicken. Dazu bekommen die Kinder einen weißen Briefumschlag, den sie mit weihnachtlichen Motiven gestalten und die Geldspende hineinstecken können. Was hast du denn da Schönes gemalt? Ein Pinguin, ein Weihnachtsbaum mit Geschenken und mein Adventskalender. Sehr schön. Damit helfen wir, soweit es uns möglich ist, den Missionsschwestern unserer lieben Frau von Afrika bei ihrer Arbeit in der Hauptstadt Lilongwe. Über sehr viele Jahre hinweg war es der Schule möglich, durch Schwester Hildegard, die allen persönlich bekannt ist und die dieses Projekt leitete, aus erster Hand zu erfahren, was genau mit dem gespendeten Geld geschieht, indem sie unsere Schule regelmäßig besuchte oder Briefe schickte. Jetzt ist sie im wohlverdienten Ruhestand und ihre Nachfolgerin ist Schwester Florence aus dem Kongo, die uns auch weiterhin per E-Mail mit Informationen versorgt. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leben in Malawi fast 1 Million Kinder auf der Straße und wachsen ohne die Liebe und Fürsorge einer Familie auf. Armut, häusliche Gewalt und nicht zuletzt die AIDS-Pandemie führen dazu, dass Familien auseinanderbrechen. Rund 530.000 malawische Kinder haben ein oder beide Elternteile an AIDS verloren. Die Kondane versucht, sie wieder in eine familiäre Umgebung zurückzuführen.
Für Kinder, die keine Familie mehr haben, suchen sie eine Pflege- oder Adoptionsfamilie, Internatsschulen oder eine Alternative. Wenn man bedenkt, dass man dort mit 30 Euro im Monat ein Straßenkind versorgen kann mit Essen, Kleidung, medizinische Versorgung und Schulbildung, dann bin ich gerne bereit, meine Zeit zu teilen. Warum sind mir solche Aktionen wichtig? Weil ich eine Mutter bin und weil Kinder die Menschen sind, die am wenigsten dafür können und die am meisten darunter leiden. Wir kaufen gerne Geschenke, zum Beispiel auf Wohltätigkeitsbasaren mit Selbstgemachtem, die ehrenamtliche Helfer mit viel Hingabe organisiert haben. Denn ist es nicht auch eine kleine Freude, in die erleichterten Gesichter der Helfer zu schauen, wenn sie merken, dass ihre mühevolle Arbeit, Herstellung und Zeit sich gelohnt hat? Kommen wir zur Verlosung. Passend zum Thema Spenden habe ich mir gedacht, nimmst du das mal mit? Ich habe das im DM gesehen. Und zwar handelt es sich um das Festtagsset von der Firma I plus M Berlin. Das ist eine Naturkosmetikfirma. Und in diesem Set sind enthalten Duschgel und Körperlotion. Tausend schön nennt sich das. In der Duftrichtung Gänseblümchen und Sonnenhut. Und zwar gehen 2 Euro pro Set, pro verkauften Set an einen Verein, wofür sich auch I plus M Berlin einsetzt. Und zwar an den Verein Frauenhäuser für Afrika. Frauenhäuser für Afrika. Und die Firma I plus M Berlin hat ganz tolle Produkte. Ich habe hier einige bei mir stehen. Ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und zwar ist es auch so, dass mir das Konzept von der Firma sehr gut gefällt. Die Firmenphilosophie. Und ich werde euch die Seite unten in der Infobox verlinken. Das ist keine Produktplatzierung. Ich bin da wirklich sehr überzeugt von. Damit die Verlosung noch ein bisschen bunter gestaltet ist, habe ich mir gedacht, ich tue auch noch dekorative Kosmetik mit dabei. Und zwar habe ich mich für diese Palette entschieden. Und zwar ist das aus der neuen Kosmetiklinie von Dagi B. Boutique. Und als ich so im DM stand, ich habe sie mir angeguckt und ich war eigentlich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Auch wenn im Internet, auf YouTube, einige Videos jetzt nicht so davon schwärmen. Ich fand das Packaging sehr, sehr schön, sehr qualitativ, sehr fest und die Farbauswahl, das ist die Fever-Palette, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe mir auch so eins geholt für mich. Ja, genau. Also das kommt noch mit rein. Das Festtagsset von I plus M kommt noch mit in die Verlosung. Und alles, was ihr dafür tun müsst, wenn ihr dabei sein wollt bei der Verlosung, steht unten in der Infobox. Mich würde interessieren, wie eure Einstellung zu diesem Thema ist, Spenden, speziell zu Weihnachten, oder ob ihr eher nicht so der Geldspender seid, sondern lieber die eigene Initiative ergreift, oder ob ihr an bestimmten Aktionen teilnimmt, ob Aktionen mitgemacht habt oder eine persönliche Geschichte habt. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, guckt bei den Kolleginnen vorbei und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.